Heute machen wir es uns im Auto von meinem Papa gemütlich. Wir schauen einen Film und essen Pizza. Empfangen Gäste mit ihren zauberhaften Fairycorn Princess Surprise, die dieses Video auch sponsern. Und verbringen eine unruhige Nacht. Lieben und herzlich willkommen in Ilias Welt mit Abel. Genau, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ihr könnt euch doch bestimmt alle noch an das 24-Stunden-Trampolin-Video erinnern, oder? Das kam sehr, sehr gut bei euch damals an. Und wir dachten uns, es ist Sommer, es ist wieder warm. Das kann man einfach mal wieder machen, aber nicht im Trampolin, sondern diesmal im coolen Auto von unserem Dad. Und zwar diesen coolen Truck hier. Das ist sein kleines Baby. Und das ist natürlich perfekt für ein Sleepover bzw. für ein Video, wo man einfach mal drin schläft, weil das haben wir tatsächlich auch noch nie gemacht, in einem Auto wirklich geschlafen natürlich, wo es nicht fährt. Der bewegt sich hier heute nicht aus dem Garten. Aber ich würde sagen, wir machen es einfach mal auf und schauen mal rein. So, so schaut das hier von innen aus. Unser Papa hat uns schon die Liegen nach hinten getan. Und dann, so, super, Arwen. So, und da kann man jetzt natürlich was reinmachen. Also so werden wir auf keinen Fall drin schlafen. Ich würde das Ganze jetzt irgendwie mal schauen, wie groß das circa ist und dann eine Matratze reintun oder so. Ich glaube, da geht sich die Matratze vom Andreo genau aus. Ja? Also sollte sich ausgehen, ja. Ja, das wird schon passen. Der kann dafür in meinem Bett schlafen. Fairer Trade, oder? Ja. Du im Auto und der Andreo dafür in deinem Bett. Ja. Gut, dann holen wir jetzt die Matratze und was wolltest du noch alles? Du wolltest ja, den ganzen Proviant noch. Ja, wir brauchen was zum Essen, was zum Trinken, was Unterhaltung. Zum Unterhalten. Ich kann die Switch vielleicht noch holen oder so. Ja, Eli, wir packen einfach was zusammen, was wir finden. Ja, und unbedingt Gelsenspray. Ja, genau. Weil wenn wir keinen Gelsenspray haben, wir werden in der Nacht zerfressen, Arwen. Dann haben wir ein riesengroßes Problem. Schwuppdiwupp, so schnell kann es gehen. Die Erwin und ich sind quasi ausgezogen. Nein, Spaß. Wir zeigen euch jetzt noch schnell, was wir alles mitnehmen. Und zwar hier haben wir mal für den Abend Beleuchtung mit natürlich zwei Lichterketten. Unsere Squeechmallow, unsere Pölster, dass wir uns was zum Reinkuscheln haben. Weil ich glaube, eine Decke werden wir sowieso nicht brauchen, Leute. Ich weiß nicht, wie heiß es bei euch ist, aber bei uns ist es einfach zu heiß. Und dann habe ich hier noch in meiner Tasche, da habe ich dann noch mit ein Leintuch für die Matratze, die haben wir schon nach hinten getragen. Dann für den Abend dann eine längere Hose, falls es dann kühler werden sollte. Dann habe ich die Switch mitgenommen, wie ich es gesagt habe. Also ich habe einmal mein Kuscheltier mit und in der Tasche habe ich ein bisschen Entertainment mit für den Abend, dann wenn es dunkel ist. Mhm. Und dann habe ich hier in meiner Tasche ganz viel Essen noch. Das sind die der Papa mitgebracht hat aus Amerika, ja, oder? Ja, da machen wir auf jeden Fall einen Taste-Test. Dann habe ich, auch noch eine Trinkflasche, die kennt ihr ja, auch noch zum Trinken mit, einfach nur kaltes Wasser. Und dann auch noch für den Abend dann Gelsenspray, ganz wichtig. Fix, den hätte ich jetzt nämlich fast vergessen. Danke, Arwen. Dann habe ich noch meine Bürste und so mit und auch noch mein Handy und meine Geldbörse. Und mehr, glaube ich, brauche ich auch nicht. Perfekt. Gut, dann haben wir alles, sagen wir nach hinten. Let's go. So, jetzt, glaube ich, haben wir alles, Arwen, oder? Ja. Super, dann beziehen wir jetzt mal die Matratze, weil das haben wir noch nicht gemacht. Ich glaube, jetzt passt's, oder? Ist es gut drauf? Ja, warte, hier hinten noch. Hier vorne kann man es auch mehr spannen, schau. Jetzt ist, glaube ich, gut. Ja. Machen wir mal einen Liegetest. Ja, ist doch schon ganz angenehm, oder? Ja. Puh, aber mir ist ganz schön heiß. Wir müssen unbedingt die Fenster offen lassen. Ja. Oder die Tür einfach gleich. Mal schauen. In der Früh darfst du nicht schnell aufstehen, Arwen, sonst ist es so, guten Morgen. Aber bei mir geht es sich noch aus. Ja. Du bist ja auch kleiner. Aber für mich geht es sich. Ich will schon schleifen. Das ist wie bei meiner Tür. Und dann Tür. Da oben keine Haare mehr. Was? Das ist wie bei meiner Tür. Das hört sich auch perfekt deine Tür noch rein. Gerade noch. Schau, du kannst dich hier in der Früh. So falsch, dass es ein bisschen schief wird. Hey, aber schau mal, wir haben hier sogar ein Dach zum Zumachen. Ah, Gelsenfliegennetz, kennen wir das? Das ist nicht Gelsenfliegennetz, weil das ist zum Dunkelmachen einfach. Aber lass noch offen, weil das ist schön. So, meine Lieben, es ist jetzt 18 Uhr. Ab jetzt dürfen wir das Auto oder wollen wir das Auto für die Challenge nicht mehr verlassen. Und alles, was wir jetzt vergessen haben,
Müssen wir es halt bei unseren Geschwistern bestellen. Ja, genau, irgendwie mit Anrufen oder so, mal schauen, ob das irgendwie funktioniert und ob sie abheben, weil stell dir vor, wir rufen an und sie heben dann einfach nicht ab, das wäre dann ein Problemchen. Um 0 Uhr rufen wir dann an, ja, wir brauchen das und das. Ja, oh Gott, aber stell dir vor. Wir können noch nicht versichern, ob es wirklich ein 24-Stunden-Video wird. Wir versuchen natürlich, so lange wie es geht oder so lange wie es aushalten, im Auto zu bleiben. Sonst ist es einfach eine Nacht im Auto. Mit früh einfach eine Nacht im Auto. Und ja, wie gesagt, wir versuchen so lange wie möglich. Und ich brauche jetzt mal ein Schlüchchen. Gute Nacht. Jetzt schon? Ja, diese Hitze macht mich so fertig. Aber die Kuscheltiere holen? Ja, okay. Kannst du die zwei Squishmallows holen? Ja. Aber schon schöne Stimmung jetzt gerade. Hallo Aria, meine Prinzessa. Schön schaust du aus. Was hast du denn da? War das Christkind da? Nein. Boah, du hast ja riesen Einhörner, Schatz. Komm, wir helfen dir mal. Komm, eins. Upsala. Das zweite. Zwei. Schuhe ausziehen, bitte. Schlaf mal, die Aria. Ist gemütlich, oder? Ja, ist voll gemütlich. Ist voll gemütlich? Ja. Also, jetzt zeig mir mal, mein Schatz, was hast du uns da mitgebracht? Ein Einhorn. Ein Einhorn mit Schmetterlingflügeln. Ah, das sind die Fairycorn, die kenne ich schon. Ja. Aria, dürfen wir sie aufmachen? Willst du aufmachen mit uns? Ja. Okay, dann mach hier auf. Hol hier. Da. Um genau zu sein, sind das die Fairycorns Princess Surprise. Da schon mal bei der Arbeit. Oh, ein Eisbärli. Sofort fallen die Peel-Off-Herzen auf, unter denen sich süße Märchenobjekte befinden. Also eure Fairycorns heißen Gemmy. Mhm. Gemmy und Duchess. Meine heißt Duchess. Duchess, Baby. Duchess. Nein, Duchess. Duchess. Ja, super Baby. Sehr süß. Und dann haben sie hier auch noch so ein großes Herz. Und was ist da drin? Ich habe da so einen Stöckelschuh mit einem Regenbogen. Und ich habe so einen Einhornring mit Sternen. Schau mal, was haben die Prinzessinnen da für ihre Fairycorns? Ich habe auch einen Zauberstab. Ah, und da gibt man jetzt die Krone rauf, mein Schatz. Machst du jetzt eine Krone? Ja. Zeig mir, wie das geht. Das muss da rein. Richtig. Schau, lass mich dir helfen. Ja, das da klippen wir. Klipp. Und das da rein. Und das da nochmal. Da. Gleich habe ich es. So, jetzt ist es eine Krone, schau. Aber ich glaube, Hallo. Aria, meine Prinzessin, schau mal, du kannst hier aus den Flügeln von der Packung echte Flügeln für dich machen. Cool, aber ich will für. Okay. Boah, du kannst ein echtes. Soll ich sie dir basteln? Ja. Okay. Ich mach mal das auf. Ich hab auch noch was. Ein Armband! Für das Fairycorn. Aber hast du auch ein Armband? Oder eine Kette? Ist es eine Kette oder ein Armband? Ein Armband. Das kannst du dir selber beides, machen, oder? Ich will eine. Ich glaube, das, ja, das ist für die Flügel. Das ist ein Armband. Die Fairycorns sind wirklich kuschelig weich. Und sie bringen ganz viele tolle Überraschungen mit. So, Aria, deine Flügel sind fertig. Okay, ich setze sie jetzt auf. Okay, eins und zwei. Oh, ein Fairycorn. Aria, stell dich mal dahin. Dann können wir sie sehen. Ja, steh mal auf. Wow. So schön, meine Prinzessin. Ich bin jetzt eine Fee. Du bist ein Fairycorn. Ich bin eine Fee. Ein Fairycorn, Schatzi. Aria, weißt du, was Fairy heißt? Nein. Fee. Nur auf Ach so, Englisch. Ja, Fee. Und jetzt bist du ein Fairycorn. Das kann man tatsächlich machen, mein Stift. Ja, hab ich doch gesagt. Und da. Das kann man auch so machen. Tschüss.
Ja, schau, dann kannst du auf der einen Seite immer zaubern, auf der Seite schaut es aus, als wärst du gar keine. Das heißt, du bist eine geheime Fee. Ein geheimes Fairycorn. Wir sind zusammen! So, Aria, deine magische Kette ist jetzt fertig. Magst du sie aufsetzen? Okay. So. Eine magische Kette, die ihn zaubern kann. Warte, deine Zäpfchen. Jetzt habe ich das Armband fertig. Ja. Schau mal, ob es passt. Perfekt. Also das sind die Fairycorns und in jedem Fairycorn-Ei gibt es über 35 Überraschungen zum Sammeln. Wie zum Beispiel diese süßen, selbstgemachten Armbänder, die man selber machen kann. Sticker und man kann sogar selber Flügel machen. Für die Aria. Und die gefallen ja auch, weil da kann man auch sehr gut spielen, dass man fliegen kann. Und es gibt 6 Tierchen zum Sammeln und der Aria gefallen sie richtig. Welches Aria das ist? Und jetzt nach vorne mit dir. Baba Mausi. Baba Mausi. We love you. So, Ari, meine gute Fee, hier ist dein deine Tasche. So, her, warte. Da. So, perfekt. Tschüss. Baba. I love you. Pussy, Baba. Ich würde dir gerne helfen, aber ich kann das Auto nicht verlassen. I love you. Bussi. Gehen wir mal hier. Ilja, soll ich aufs Dach klettern? Okay. Bist du oben? Ja, siehst du mich? Ja. Dankeschön. So, dann kann ich das jetzt hier gleich anstecken. Aber Ilja, mach's doch nicht. Ich muss das hier zuerst entwirren. Du könntest mir helfen. Okay. Kann ich auf dem Metall stehen? Ja, oder? Okay. Passt. So. Warte, warte, warte. Aber Armin, was wollen wir denn eigentlich zu Abend essen? Weil ich meine, von Oreos können wir uns nicht ernähren. Vielleicht kocht die Mama irgendwas oder so und dann müssen wir halt anrufen. Okay. So, jetzt ist schon ein bisschen schwieriger mit dem Entwirren hier. Jetzt habe ich es eh gleich, da ist nur noch ein letzter Knoten. Es ist eh schon. Wie findest du das bis jetzt? Das ist ganz süß. Sehr süß. Ich freue mich dann schon, wenn das Licht dann noch angeht. So, fertig. Super. Machst du das Licht an? Ja. Weil ich komme nicht so schnell runter wie du, glaube ich. Bereit? Ja. 3, 2, 1. Oh, voll süß. Arvin, komm raus und schau es dir an. Ich kann nicht raus, ich darf nicht. Ja, aber so beim Fenster oder so, bei der Tür oder so. Wow. So cute, oder? Sehr süß. Am besten, glaube ich, gefallen mir die Orangenen. Ja. Die Orangenen, die Orangen. Aber ich habe echt Hunger. Ich auch. Was machen wir denn jetzt? Wir können die Oreos essen. Aber ich will was Gescheites essen. Ich auch. Wollen wir Pizza bestellen? Stimmt. Aber wie holen wir die Pizza? Wir fahren raus. Nein. Na, dann haben wir einen Unfall. Aber vielleicht können wir irgendwie schaffen, wir könnten rauszuklettern oder ja, so. Ja, vielleicht. Probieren wir es aus und wenn es funktioniert, dann bestellen wir sie, okay? Okay. Also. Probier du es mal aus und dann mache ich es nach. Okay. Du holst sie dann einfach, wenn sie angekommen sind. Ja, das ist lieb. Geht sich's aus? Ja, aber es ist sehr. Geht es sich aus? Also, ich glaube, ich bin ein bisschen zu klein, Ilja. Geh noch weiter vor. Dann rutsche ich, glaube ich, aus. Ja, das geht sich schon aus. Ja, geht sich's aus? Ja. Hallo, hier sind Ilja
Und Arwen. Von Ilias Welt und wir würden gerne eine Pizza bestellen, bitte. Gerne, was darf sein? Eine Margarita mit extra Rucola dazu, bitte einmal. Und bitte einmal eine Rucola-Pizza mit großen Tomatenscheiben. Eine Pizza Margarita mit Rucola und eine Rucola mit großen Tomatenscheiben vorgeschnitten. Ja, bitte unbedingt vorgeschnitten. Adresse kennen Sie schon? Passt. Dankeschön. Ja, aber nur eine halbe Stunde, das ist eigentlich urwenig. Normalerweise warten wir immer eineinhalb oder so. Heute sind sie schnell. Haben wir geschafft. So, was machen wir jetzt? Ich würde sagen, während wir auf die Pizza warten, könnten wir mal den Beamer aufstellen und die Leinwand holen. Also wir nicht, muss wir andere holen. Aber ich würde mal die Mama anrufen. Stimmt. Mhm. Okay. Dann mache ich den Beamer schon mal bereit. Ja. Hallo Mama, kannst du uns bitte den Atreus und den Thamos herschicken? Passt, danke, Bussi. Kommen schon rüber jetzt. Okay, passt, du kannst mir dabei helfen. Mhm. Wie funktioniert das? Ja, das ist jetzt auch die Frage. Aber ich glaube, ich weiß noch, wie alles funktioniert, weil ich habe einfach ausgesteckt von meinem Zimmer. Also hier sind schon mal die zwei Fernbedienungen. Für eine Box. Ja, das da ist für die Box. Mhm. Aber was machen wir zum Schluss? Jetzt tun wir erst mal den Beamer anstecken. Was braucht ihr? Hallo, kommst du von der Mama? Ja. Perfekt. Wir haben dich gerufen, weil wir bitte die Leinwand brauchen. Wo ist die? Beim Papa im Schuppen. Ich habe keine Ahnung. Thomas, die ist beim Papa, wenn du reingehst beim Schuppen, da ist so eine blaue Verpackung, du wirst sie direkt gleich sehen. Ich sehe gleich. Die? Ja! Super, Thomas, ich hätte nicht gedacht, dass du schaffst. Das ist ja die uralt Leinwand noch vom Opa. Okay, der Papa hat mir zwei oder dreimal gezeigt, wie das funktioniert. Also warte, in das die Richtung die drehen. Füße. Ja, warte. So drehen. Thomas, bitte hilf mir mal. Unten die Füße aufmachen, bitte. So. So. Und dann gehört das hier. Da. Amen. Das muss noch gedreht werden. Da. Boah, das ist ganz schön schwer. Da hinauf. Wollen wir das so? Ja. Warte, das ist noch ein bisschen schief. So. Und jetzt müssen wir hinten noch beim Griff das möglichst... Thomas, schaffst du das beim Griff? Ja? Sie möglichst lang zu ziehen? Super, Thomas! Super! Super, Thomas! High five! Dankeschön, Thomas! Und jetzt hätten wir noch eine Bitte. Könntest du es ein bisschen weiter nach hinten geben, noch die Leinwand, dass wir... So circa... Wir sagen dir Stopp, okay? Okay, stopp, glaube ich. So ist gut. Ja. Perfekt. Noch ein bisschen drehen? Ja. Super, Thomas, danke. Mhm. Oh je, Ilia, der Wind. Der dreht sie so. Egal, das werden wir schon schaffen. Wir können ja trotzdem Film schauen und Pizza essen. Amen. So, die Leinwand ist aufgestellt. Jetzt noch den Beamer aufstellen. Fehlt nur noch die Pizza. Der lässt sich aber heute Zeit, der Pizzamann. Ilia, siehst du schon was? Nee. Noch gar nichts. Kein Auto. Ja, halt dich bereit, nicht, dass er uns vorbeifährt. Nee, ich bin Dann fahren wir ihm nach. Wir vor allem. Da ist er ja. Aber sie ist endlich da. Yes. Endlich unsere Pizza. Okay. Oh, danke schön. Warte, ich brauche. Schaffen Sie. Einmal, Armin, das musst du nehmen. Dankeschön. Und der Rucola, Dankeschön.
Und das Geld. So, jetzt freue ich mich schon auf die Pizza. Ich habe echt Hunger. Ich habe echt Hunger. Nee, aber bitte lass die Tür offen, ich brauche echt Luft. Ja, okay. Ede, holst du noch eine Mineralwasserflasche nach vorne? Nein, du, unten stehen sie unterm Auto. Perfekt. Haben wir das auch? Gut. Und jetzt essen, Türe essen. Öffnen lassen. So, jetzt schauen wir mal. Das hier ist deine Meine? Pizza. Ah ja, ich habe auch Rucola nebenbei. Genau. Und das hier ist wahrscheinlich meine. Das ist die. Egal, ihr, dann nehme ich die. Meine. Nehme ich die. Hä? Warte, wir rufen da nochmal an. Ich glaube, die haben Pizzen vertauscht. Oh Mann. Egal, egal, das geht ja ganz schnell. Oh Gott, das ist eine Pizza mit Oliven, hallo, dann Verzeihung, Zwiebeln, Verzeihung. Salami. Haben Sie eine Margherita zufälligerweise noch bei Sie? Und Pfefferoni. Also eigentlich genau die Dinge, okay, die ich mag, aber die Ile nicht isst. Und ich hatte eigentlich ziemlich Bock auf meine Pizza, deswegen. Was willst du dir jetzt? Ja, ich habe jetzt, hab jetzt extra angerufen, kommt jetzt nochmal und gibt uns schnell die richtige Pizza. Ja, die ist auch okay, aber. Oh, Elias. Ja, was kann ich denn dafür, wenn er mir die falsche Pizza gibt? Ich habe gesagt, bitte die zwei mit Rucola. Oh Gott, Elias, wer klettert jetzt raus? Du. Du. Ich bin schon. Okay, ja, komme, komme. Dann nimm die falsche Pizza mit. Ah ja. Ach komm, Elias, deine muss mir rausgeben. Oh Gott, okay. Aua. Okay, puh. Warte, hast du's? Warte, ich schau, ob es die richtige ist. Ja, ist die richtige. Vielen Dank. Ich hoffe, sie sind vorgeschnitten. Ja. Okay. Ja, meine ist vorgeschnitten. Deine auch? Warte. Ich mache mal meinen Rucola drüber. Ich mir auch. Leute, falls ihr noch nie Margarita mit Rucola drüber probiert habt, macht das mal. Schmeckt wirklich lecker. Oh Gott, oh, ich habe mir mein Pizzastück gerade zerrissen. Und mein Rucola runtergekehrt. So. So. Und so. Immer keinen Stress. Elia! Wir wollen noch anstoßen. I'm so sorry. Cheers. Cheers. Warte hier extra. Sorry. Alles gut. Hm. Wirklich gut. Ich hatte echt schon mal. Okay. Hm. Aber weißt du, was wir anschauen könnten? Was denn? Willst du was Gruseliges anschauen? Mhm. Dann lass doch unser Halloween-Video anschauen. Ja, okay. Ist so ready? Ja. So, dann gehen wir jetzt hier auf YouTube. Statt eines Gruselfilms schauen wir lieber unsere eigenen Videos. Da gibt's auch ganz schön gruselige. Ja. Da. Ah, aha. Ja, das war echt arg. Es war auf jeden Fall darum. Wenn das ist jetzt echt spooky. Oh Gott, oh Gott. Hat auch jemand was verloren? Nee, jetzt ist noch jemand hier. Oh mein Gott. Ist das jemand da? Hast du Angst? Warte mal, Elia, diese roten Lichter sind auch so gruselig. Die sind gruselig, ja. Hat das auch nicht verloren? Dieser Wind auch. Arwen war es dann doch zu gruselig. Ein schöner Film ist auch gut. Erkennt ihr den? Warte, schaust du noch, ob sie selber auf sie hat?
Ja, mein Schatzi. Aber holst du schon die Nachspeise? So, ja. Gesundheit. Ningen Windling. Setzen wir uns alle einfach so in einen Halbkreis. So. Also, Arwen, zeig mal, was haben wir als Nachspeise? Wir haben Papas Oreos aus Amerika. So, also welche wollen wir zuerst ausprobieren? Die Zuckerwatte. Okay. Zuckerwatte ist. Hey. Ich glaube, da hat sie schon wieder nicht zurückhalten können. Ich glaube, es war ziemlich dann erst, als sie mal hier waren. Oder du, Thomas. Atreo. Nein. Aria. Nein. Wer war das? Das war der Thomas. Ja. Du bist ja kein Zuckergoschel, gell? Heute war's. Heute geht's harmlos. Wir wollten sie doch alle zusammen ausprobieren. Aber so, ich bin echt gespannt. Meine ganze Packung. So, guten Appetit. Lecker. Oh mein Gott, sie schmecken wirklich nach Zuckerwatte. Mhm. Ja. Mhm. Boah, die sind gut. Mhm. Wie die Zuckerwatte beim Pater. Mhm. 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 Die sind wirklich lecker, oder? Ja. Kann ich mal was sagen? Ja. Man kann sie bei jedem Farben auch anmalen. Bei jedem Farben. Mhm. Genau. Das hatte ich mir auch gerade gedacht. Das wollte ich auch gerade sagen. Habe ich auch schon gedacht. Spaß. Von einer Skala von 1 bis 10, wie viel geben wir denen? 10! 9,8. Du schon wieder mit deinen Kommazahlen. Es ist ein bisschen zu süß. Aber nein. Komm zum 9,9. Okay, 7 von 10. 7 von 10? 9,9. Ari, wie viel gibst du denen von einer Skala von 1 bis 10? 16. Okay. ich gebe denen eine 8 von 10, weil ich stimme der Arwen zu. Sie sind ein bisschen zu süß, aber sie schauen super gut aus. Und schmecken auch gut. Also auch schmecken auch echt gut, aber sie sind ein bisschen zu süß. Eine 8 von 9. Können wir mal die anderen probieren? Ja, wir haben noch andere. Mit Peanut Butter. Okay. Ah, Tamo. Oh Gott, es ist auch schon jemand nicht zurückhalten. Tamo. Es war gerade eben. Tamo, warst du das auch nein, schon? Nein. Also, man sieht, in unserer Familie Süßigkeiten halten nicht lang durch. Dann greift mal alle zu. Ich weiß wirklich nicht. Das ist leider ziemlich. Ja. Okay. Ich bin gespannt, weil Peanut Butter mag ich jetzt nicht so. Magst du? Auch, ich hab's. Es ist mir irgendwie nicht zu süß. Magst du uns haben? Aber mal schauen. Was ist das? Ist das mit. Das ist mit Peanut Butter. Also kommt drauf an, ob du Erdnussbutter magst oder nicht. Ah, ja, stimmt. Die Kirmes ist dann auch von Reese's. Reese's ist ja auch Peanut Butter. So schauen die von innen aus einfach. Die Butter schmeckt mir nicht. Schmeckt dir auch nicht? Mhm. Auch Bock Aria, was schmeckt dir denn? Ich finde sie gut. 10 von 10. 7 von 10. 7 von 10, nein. Ich glaube, es ist einfach deswegen, weil ich keine Peanut Butter. 2,9. 10 von 10. Peanut Butter mal. 7,9,8. Okay. So. Gut, putzen wir unsere Zähne. So. Darf ich einen kleinen Schluck Wasser, weil ich spüle mir nur immer normalerweise den Mund noch davor einmal aus. Oh! Dann Zahnpasta drauf. Ich hoffe, sie ist jetzt nicht leer. Dann cheers. So, die untere Klappe machen wir aber zu. Das Kabel. So, jetzt zu. Vorne noch die Lichter aus. Machst du die Lichter aus? Ja. Dann schaue ich noch, dass wir ein bisschen die Krümel aus dem Bett rauskriegen. Weil nichts, was ich mehr hasse, ist das auf Krümel schlafen. Soll ich einfach alles abstecken? Nee, den Ventilator bitte lass an. Ich weiß ja nicht, welche. Dann probier aus. Das ist eine 50-50-Chance. Das Licht auch noch ausschalten.
Super. Dann gute Nacht. Gute Nacht, Ilia. Gute Nacht. Gute Nacht. Schlaf gut. Du auch. Hoffentlich sticht nichts. Ja, ich hoffe auch. Ich hab einfach meinen Kopf jetzt so her. Na, ich bin neugierig, wie diese Nacht wird. Gemütlich, aber wahrscheinlich sehr heiß. Habe ich in dieser Nacht noch Besuch bekommen. Und dann ist sie auf mir umgekrabbelt. Marvin? Ja? Schläfst du gut? Naja, ich bin kurz davor aufzugeben. Ja, ich bin zu faul, jetzt reinzugehen. Ich auch. Ja, komm, das schaffen wir jetzt noch. Ist eh gleich vorbei, hoffentlich. Die Belohnung für eine unruhige Nacht kommt am nächsten Morgen. Ich kann gar nicht schlafen wegen diesen ganzen Lippen. Ja, die sind nervig. Ja, wegen ihrer schon wirklich auch. Ilia? Wann hast du überhaupt deine Tür aufgemacht? Irgendwann. Mir war zu heiß. Okay. Ja, sorry. Na, alles weiß gut, ich, wenn es gestochen hat oder so. Nein, alles gut. Es war mir eh auch zu heiß, aber es war eigentlich auch schon so gemütlich warm hier drinnen. Oh Gott, Arvin, es ist voll heiß. Ja, hast du gut geschlafen? Ja, die Gäse sind ein bisschen zerstochen. Von Beinen, obwohl die Decke war. Ja, also ich hatte halt den Beamer bei meinen Füßen. Deswegen war auch nicht so bequem. Aber es für eine Nacht jetzt war es ganz cool. Ja, es war schon gemütlich. So, die Aria. Guten Morgen, Prinzessin! Ja. Hast du einen Morgenspaziergang?
gemacht, Schatzi. Tada! Wow, eine schöne Kiste. Danke, mein Schatz. Komm her, warte. Da ist was für euch, was zum Essen drinnen. Da ist was für uns zum Essen drinnen. Dankeschön. Frühstück. Ah, Dankeschön. Oh, wow, lecker, lecker, lecker. So, hallo Aria. Hast du schon gefrühstückt? Nein. Noch nicht? Nein. Wir frühstücken vor dir. Du hast uns zuerst schon gebracht. Er schaut, dass wir mir mitessen, okay? Kannst auch bei mir mitessen, wenn du willst. Ja. Also. Ich probiere erst bei der Armen und dann mit dir. Okay. Prosit. Ich will auch ein Kisses. Schau mal, was das Gutes ist, oder? Ganz bestimmt hast du das ich gemacht. Sicher. Ja, schön kalt. Ja, zum Abkühlen, weil es ja so heiß war. Ja. Herrlich. Probier mal das da. Du kannst schon Porridge kochen. Das ist Porridge. Das ist so Haferflocken. Und da sind noch Chiasamen drin und der kleine Delainsamen. Und Joghurt, Banane. Also Naturjoghurt und Bananen sind auch drin, glaube ich, und ein bisschen Apfel. Keine Ahnung, wie die Mama das macht. Erdbeeren! Himbeeren sind drin, Schatzi, Mango. Und was ist noch drin? Weintrauben, Blaubeeren? Weiß nicht. Aber wie fandest du die Nacht? Das war sehr windig, gell? Mhm, das war so ein bisschen Sturm. Stimmig. Mhm. Bisschen stimmig war es schon. Ja. Aber ich fand es eigentlich ganz gemütlich, Marco. Also super gemütlich, aber halt die aber ganzen Viecher. Aber ich wollte auch bei euch schlafen. Ich weiß, Schatz, aber das ging nicht. Wir hatten nicht genug Platz. Und die Viecher haben uns halt irgendwie ein bisschen zerstochen. Ich meine, wir haben uns auch mit dem Auto wirklich dorthin gestellt. Direkt unter einem Baum, wo die meisten Viecher sind. Vielleicht war das auch so ein kleines Problem. Aber ich meine, so hier war es am gemütlichsten. Ich bin dann kurz in der Nacht aufgewacht, da war eine Heustrecke hier oben. Ich frage mich, wo die jetzt ist. Oder? Ich bin gestern auch. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst oder ob du aufgewacht bist, aber ich hatte gestern hier auf einmal auf einem Hals ein Viech krabbeln. Aber Ilja, ich glaube, ich wäre nicht fürs Camping gemacht. Ich glaube auch nicht. Ich meine, ich liebe die Natur mit allen Ecken und Kanten. Aber so beim Thema Viecher und Tiere, die dann irgendwo auf meinem Körper rumkrabbeln, da ist dann einfach so ein Stopppunkt und für mich. Essen selber machen, wenn man seine Pizza bestellt. Ja, eigentlich sollte man ja dann Essen selber machen und so. Also für eine Nacht war es lustig, aber so auf Dauer, glaube ich, würde ich es nicht aushalten. Nicht, also einfach wirklich auch wegen den Viechern, weil die haben mir so ein Ick gegeben. Und dann auch alles ein bisschen eng und so. Ich habe es eigentlich ganz gerne in meinem eigenen Bettchen. Es wäre eigentlich ganz gemütlich, weil du siehst ja dann auch einen schönen Ausblick und so. Aber dann wäre es halt dann auch schon praktisch, wenn du eine eigene Küche hast und so. Und wenn du wirklich gescheite Sachen so einen richtigen Campingbus halt einfach da. Aber es war eigentlich ganz gemütlich heute. Genau. Obwohl, wenn wir jetzt noch eine Aussicht aufs Meer hätten, Abel. Ja, dann 10 Punkte. So Sonnenaufgang. Dann wäre es schon schön. Aber ich glaube, so am Meer sind noch weniger Viecher als jetzt hier so. Weil ich meine, welche Heuschrecken sind am Meer? Das Einzige, was man dort hat, sind Gelsen vielleicht. Mhm. So, meine Lieben, das war's. Wir erklären das Experiment für beendet. Ich fand, also ganz 24 Stunden, wie gesagt, waren es jetzt nicht. Das war eher nur eine Nacht, aber ich glaube, länger hätten wir es jetzt auch nicht ausgehalten. Also sehr lustig, ein cooles Erlebnis auch. Ja, voll. Und ja, schreibt uns gerne, wie ihr das Video gefunden habt, ob ihr Spaß beim Zusehen hattet. Das hoffen wir natürlich. Und wir sehen uns hoffentlich ganz bald wieder. Wo sollen wir das nächste Mal übernachten oder 24 Stunden verbringen? Ja, stimmt. Was für die nächsten 24 Stunden? Also 24 Stunden Challenge soll. Da ist eine riesen Heuschrecke, Arvin, auf der Lampe drauf. Ilja. Okay. Tschüss, Leute.